Tim Schäffler jetzt bei mir. Du hast dir in der Mannschaft einen Stammplatz, sagen wir mal, erkämpft. Wie glücklich bist du gerade mit der Situation? Ja, ich bin sehr glücklich. Wäre natürlich noch glücklicher, wenn wir ein paar mehr Punkte hätten. Aber da fangen wir morgen an. Hoffen wir mal, dass wir den zweiten Sieg einfahren und dass es dann Schritt für Schritt weitergeht. Du hast ja auch, wenn es mich nicht täuscht, für eine U-Nationalmannschaft gespielt, oder? Ja, das ist richtig, ja. Warum hat es nicht gerade für den ganz, ganz großen Sprung noch nicht gereicht für die Bundesliga oder zweite Liga? Ja, also kam halt was dazwischen. Ich hatte einen Schien- und Warnbeinbruch und da war ich erstmal 15 Monate außer Gefecht. Da musste ich mich ein ganzes Jahr wieder rankämpfen und ja, jetzt halt gucken, dass ich da schnell wieder hinkomme. Reden wir über den nächsten Gegner, Braunschweig. Was ist das für ein Gegner? Wie schätzt du den ein? Oder die ganze Mannschaft, wie schätzt du die Gegner ein? Ja, wir schätzen uns schon stärker ein als Braunschweig und zählt nichts anderes als 3 Punkte morgen und daran werden wir alles setzen. Glaubt ihr denn, oder hat man Angst oder einen größeren Respekt, wenn man hört, da kommen ein, zwei Spieler vom Erstligakader runter? Oder glaubt ihr, dass Braunschweig das tun wird morgen? So ein, zwei Spieler von der ersten Mannschaft holen? Das kann schon sein, aber Angst haben wir auf gar keinen Fall. Wir wissen unsere Stärken. Wir haben jetzt auch 4 Spiele umgeschlagen, hatten ein bisschen Pech dabei und wir werden alles geben. Und denke ich, da sind 3 Punkte locker drin. Jetzt noch eine kleine kritische Frage. Du bist als Stürmer gemeldet, aber wieso klappt das noch nicht so richtig mit dem Toreschießen? Liegt das daran, dass du eine andere Position spielst? Als Zehner, glaube ich, oder hinter den Spitzen? Ist das richtig? Oder? Ja, ich hatte jetzt in den ersten Spielen vielleicht ein bisschen Pech gehabt und danach dann im Mittelfeld gespielt, also eher auf Position, also in Achterposition. Und die ist dann ja schon ein bisschen defensiv, aber ich probiere natürlich jetzt wieder einen Zug zum Tor zu kriegen und dann ein paar Torchancen zu arbeiten und dann vielleicht auch mal ein, zwei zu schießen.